Hallo, ich bin der Fleischer aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal seid und mir zuschaut, was ich tue. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, stehe ich gern zur Verfügung. Bis dahin, euer Fleischer aus Leidenschaft. Freunde des Wurstmachens, hier ist ja euer Fleischer aus Leidenschaft. Ich hatte ja diese beiden Videos mit meiner elektrischen Füllmaschine, wo ich ja nicht mit zufrieden war. Also, was macht der Meister? Er lässt sich ein anderes Modell kommen. Die habe ich also hier. Rückt das mal so ein bisschen rum. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das ist also Karl Ehrlich 2014 Wurstfüllmaschine. Dieses ein anderes Modell. Ja, die hat also 1800 Watt, nicht 40 wie die andere. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das also besser funktioniert. Was ich hier habe, ist hier unten, das ist jetzt eine 12 Liter. Die andere war 10 Liter, war ich eher von begeistert, weil ich ja nicht immer so große Mengen mache. Aber nichtsdestotrotz, diese 2 Liter spielen auch keine Rolle. Sie hat also einen sehr, sehr festen Stand. Ja, und hier oben habe ich also die Elemente zum Einstellen. So, das ist, als erstes Strom ist da drin. Ich habe hier zum Beispiel so einen Knopf. Das ist auch ein Stoppschalter, praktisch ein Notschalter, wo ich den anmachen kann. Jetzt ist er zum Beispiel an. Hier kann ich auch Stopp machen, hier kann ich Start machen. Wenn ich es also rauffahren will, dass ich nicht da unten diesen Fußschalter permanent drücken muss. Hier unten ist also dieser Fußschalter dran, ja, wo man dann also drauf tritt. Und wenn ich sage, dann mache ich hier runter und dann läuft sie nach unten. Was mir also sehr gut bei der Maschine gefällt, ist also Folgendes. Wenn ich die also, ich mache das jetzt mal hier auf Plus, 100%. Ich ziehe das auch mal ein bisschen weiter ran, dass man das vielleicht erkennen kann. So, ich mache jetzt den Fußschalter nach unten. Dann fährt die also runter. Aufpassen, dass der Trichter gerade ist. Und wenn ich jetzt Stopp mache, dann geht der Stempel so ein ganz kleines Stück nach oben. Das heißt, dann werden wir nachher beim Wurstfüllen schön sein, wenn wir jetzt zum Beispiel Wienerle füllen oder Bratwurst füllen. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Andersrum schalten. So, dass man mich wieder sieht. Das heißt also, wenn wir dann Bratwurst füllen, ich hoffe das natürlich, dass es so ist, und wir machen Stopp, dann zieht der Kolben wieder ein bisschen zurück. Das heißt, es wird vorne nicht aus der Tülle weiter rauslaufen, was man ja mit der Handfüllmaschine auch macht, dass man den Druck ein bisschen rausnimmt, dass nicht so viel auf dem Tisch läuft. Ja, also so von der Einstellung bin ich also sehr zufrieden. Gut, dass das jetzt hier elektronisch ist, ist halt so. Ich kann also auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich weiß ja, wie voll die ist, ich kann hier auch auf Dauer fahren, dass die also in 1 runterfährt, ohne dass da unten jetzt zum Beispiel ich den Schalter tippen müsse. Ich mache jetzt mal Stopp und ziehe sie also ganz einfach nach oben, weil ich gesehen habe, dass der Stempel nicht ganz bis unten auf den Boden runtergeht. Das heißt, da bleibt ungefähr so ein Spalt übrig. Um das zu vermeiden, dass ich also zu viel Bret nachher hier in diesem Trichter habe, bin ich also hergegangen und habe einfach den Stempel tiefer gemacht. Das heißt, wir müssen hier diese Scheibe ja sowieso abmachen, wenn wir abwaschen. Auch darauf achten, wie rum der Ring eingesetzt wird.
Also die offene Kante ist bei der Auslieferung nach unten gewesen. Und dann ist ja hier oben das Gewinde drauf. Und da habe ich ganz einfach so drei mit dem 10er Loch so Unterlegscheiben draufgelegt. Das heißt, die Maschine hat hier innen drin einen Regler. Bis dahin fährst du und nicht tiefer. Und so ist der Teller tiefer gesetzt. So ist der Teller dann tiefer gesetzt. Und vom Gewinde her reicht das. Wenn jemand meint, das Gewinde wäre denn zu kurz, dreht das raus, macht einen Gewindestift rein, der ein bisschen länger ist, geht also auch. Aber das werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Denn ich muss die Teile jetzt, die sind ja von der Produktion her, sind die ja jetzt so ein bisschen fettig. Die müssen ja jetzt erst abgewaschen werden. Ja, die muss ich ja jetzt erst abwaschen. Heißes Wasser habe ich mir schon gemacht. Und dann schauen wir nachher uns an, wie das beim Füllen funktioniert. Das heißt, ich will also eine Fleischwurst machen. Das ist denn im Kranzdarm. Da gehe ich davon aus, dass wir keine Probleme haben. Aber ich werde so ein Stückchen von der Fleischwurst mal im 20-22er Seitling füllen oder 18-20er Seitling, möglichst dünn, dass ich dann also auch meine dünne Tülle nehmen kann, die ich ja für Wienerle nehme. Ja, da hatte ich ja bei der anderen Füllmaschine arge Probleme, dass das nur so rausgeplöppelt ist, weil ich davon ausgehe, dass die Wattzahl nicht ausgereicht hat. Jetzt werden wir sehen, wie das bei der Maschine ist. Das muss ja vernünftig laufen. Denn sonst brauche ich, also ich habe für diese Maschine 450 Euro bezahlt. Ich gebe das auch unten bekannt nachher, bei welcher Firma ich die gekauft habe. Die wird also angeboten so bis 530, 40. Bei Ebel steht sie für 499 drin oder 98 drin. Preisvorschlag, da habe ich 450 Euro eingegeben. Die haben sie genehmigt, also da kann man so ein bisschen, kann man da handeln. Und über Ebay kaufen mit Käuferschutz per PayPal bezahlen, gibt es ja auch keine Probleme. Ja, da braucht er denn also keine Angst haben, dass er sagt, oh, E-Mail und PayPal mache ich nicht gerne. Aber das funktioniert ganz gut. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, wie das ist. Das heißt, ich werde jetzt gleich Fleischwurst machen und dann füllen wir mal ein bisschen und dann gucken wir, ob dieses Gerät so mir das vorstelle. Denn ich brauche nicht 450 Euro ausgeben für irgendetwas, nur weil es elektronisch ist und es blinkt und glänzt, sondern es muss auch funktionieren. Und dann machen wir das Ganze so, und dann habe ich ja natürlich in der Beschreibung gelesen, da soll man an die eine Dichtung. Das finde ich also gut, dass wir da darauf hinweisen, so ein bisschen Öl dran machen. Das machen wir mal. Ich habe meiner Frau das Speiseöl geklaut, weil sowas habe ich ja normal, brauchen wir ja nicht, dass ich an der Wurst irgendwo Öl dran mache. So, dann habe ich das schön ringsum gemacht. Da werde ich mir dann gleich was abfüllen. So. Lassen wir sie nach oben fahren und setzen natürlich den Trichter ein. Das haben wir. Jetzt nehmen wir als erstes, nehme ich die ganz kleine Tülle. Weil ich hatte ja bei der anderen Füllmaschine das Problem, dass diese ganz kleine Tülle nicht funktionierte. Da hat das ja nur so rausgepröppelt, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Also was ganz, jetzt fahren wir natürlich nach unten, machen Start und man kann jetzt also ganz einfach, man braucht unten nicht den Fuß schütteln. Ich weiß ja, die ist ja bis hierhin ungefähr voll. Dann mache ich dann gleich Stopp. Ne, dann mache ich dann gleich Stopp, dass ich das jetzt nach unten fahren lasse.
ordentlich raus. Aber ich gehe jetzt erstmal, mache erstmal Minus. Ich gehe jetzt mal auf 75%. Und dann werden wir sehen, wie sich das füllt. Jedenfalls bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen, ob das vernünftig ist. So, jetzt gehe ich mal nach unten, damit ihr das auch seht. Fußschalter habe ich hier. Also 75% ist also bedeutend zu wenig. Dann gehen wir mal auf 80. Also das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Das läuft ganz gut. Da hatte ich jetzt Luft. Das ist schon mal ganz hervorragend. Also die Wienerle lassen sich also hervorragend füllen mit der kleinen Tülle. Das hat mir also schon mal sehr gut gefallen. Ich kann das hier auch danach drücken. Das heißt, ich muss nicht Stopp machen, brauche dann bloß Plus oder Minus machen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt gucke ich doch mal in den Trichter rein. Und da drückt überhaupt nichts raus an der Seite. Ja? Das heißt, ich will ja Fleischwurst füllen. Das war jetzt nur ein Test. So, dann werden wir mal gucken. Ich habe 100%, da gehen wir natürlich auf Minus auf 85. Das muss man ja erst ausprobieren, mit welchem Druck ich arbeiten will. Ja? So, dann werden wir mal sehen. Ich mache die Kamera jetzt nach unten und dann werden wir mal füllen. Da habe ich das Brett natürlich nicht so schön eingefüllt, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja die Fleischwurst im Ring machen. Auf ein neues. Bleibt natürlich drin. Ja, das ist ja auch immer so ein Problem. Wie weit geht der Stempel runter? Und dass man da das dementsprechend hat. So, und jetzt kommt es natürlich gleich darauf an, wie weit hat das jetzt runter. Wie viel Bret habe ich jetzt wirklich unten drunter? Ja, das heißt, wir fahren jetzt ganz einfach nach oben. Und wie gesagt, nein, es hat nichts rausgedrückt. Das ist also schon mal ein ganz großer Schritt.
dass da nichts rausgedrückt ist. So. Jawohl. Dadurch, dass ich diese Unterlegscheiben gemacht habe, seht ihr das? Bin bis unten zum Boden gekommen. Ja, also da müssen also nur diese Unterlegscheiben drunter. Ich habe jetzt vom Boden so viel gekratzt. Ja, wenn ich jetzt hergehe, das war jetzt also der, was am Boden war. Und das ist jetzt, was natürlich vorne in den vorderen Trichter ist. Ja. Also, schaut her, so eine kleine Handvoll. Das bleibt in der Füllmaschine übrig. Dadurch, dass ich da diese drei Unterlegscheiben drunter gemacht habe. Also, hier oben Deckel, klar, da ist jetzt auch was dran. Aber das ist ja alles normal. Ja? Jawohl. So, den Stempel muss man ja sowieso jedes Mal abnehmen, damit man das bei der Dichtung ordentlich sauber machen kann. Also, Fazit der Maschine. Wie gesagt, das ist eine Karl Ehrlich. Ich schreibe auch rein unten in der Beschreibung, wo ich die gekauft habe. Ja, also ich habe 450 Euro dafür ausgegeben. Bin also sehr zufrieden. Gut, was mir natürlich nicht so gefällt, aber das liegt ja wahrscheinlich auch an meinem Alter. Das heißt, sie haben mir jetzt mal so einen schönen Text drauf geschrieben, aber ich kann den nicht lesen, weil der ist in Englisch. Ja, ich bin sprachlich, Fremdsprachen, also ich bin von Fremdsprachen her nicht so ein gesegneter Mensch, der das also so kann. Ja, ist einfach so, finde ich natürlich besser, wenn solche Maschinen in Deutschland verkauft werden, wenn sie da wenigstens irgendwas hätten, was sie draufkleben können oder wie auch immer, was in Deutsch gewesen wäre. Ist aber nicht so, aber das ist halt die Zeit, das ist einfach so. Es ist ja bei anderen Sachen auch. Ich hatte mal eine Stereoanlage, die konnte ich nach 25 Jahren noch nicht bedienen. Also das Fazit. Also die Maschine ist ganz einfach gut. Gut, ich habe jetzt 12 Liter, werde ich kaum ausnützen vom Volumen her. Ist auch nicht so schlimm. Aber für mich wird es hier unten in meiner Wurstküche etwas einfacher. Ich brauche jetzt nicht mehr kurbeln. Ich mache das jetzt elektrisch. Und da war ja jetzt... sowieso alles nur noch grünen Strom haben, sind wir also ökologisch, sind wir auf dem richtigen Pfad. Ja, ich brauche ja für die Spritze kein Diesel und kein Benzin, sondern es geht mit Strom. Und der ist grün, also kann also gar nichts mehr schief gehen. Also Freunde, wenn euch mein kleiner Video gefallen hat, empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Fleischer aus Leidenschaft.